Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser Reiseziel heute ist die Website empfohlen.de. Empfohlen.de ist eine Seite, um Produkte zu testen und damit etwas Geld zu verdienen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das alles funktioniert. Empfohlen.de. Das ist jetzt die Website. Ich habe mich schon mal angemeldet gehabt. Anmeldeverfahren ist ganz normal wie immer. Hier habt ihr erstmal die Auflistung, Übersicht, Aufträge, Einstellungen und die Auszahlung. Bei der Übersicht sieht man erstmal seinen Testergrad. Ich bin momentan Premium-Tester und habe schon mal wieder 240 Punkte gesammelt. Mein verdientes Guthaben momentan sind die 37,20 €. Guthaben kann man sich auszahlen lassen. Hier sieht man nochmal meine Umsätze. Habe schon verschiedene Sachen getestet. Das geht dann los mit zum Beispiel einen Spieletest gibt es, Scan-Projekte, dann GFK kann man sich anmelden. Lottoland, Lottospiel und Lottospiel Tipp 24. Dementsprechend da insgesamt 37,20 €. Auszahlung kann man anfordern. Dann sieht man hier natürlich beliebige Bank, Überweisung bis zu 3 Werktage und Auszahlung erst ab 70 €. Man kann neue Aufträge freischalten, indem man die Aufgaben und Aufträge abschließt. Das kann man zum Beispiel hier sehen. Das ist unterteilt in Aufgaben und Aufträge. Aufgaben gibt es kein Geld, Aufträge gibt es Geld. Bei den Aufgaben ist das so, dass man Prämien erhalten kann, mehr Aufträge erhält und besser bezahlte Aufträge, wenn man diese Aufgaben denn macht. Hier steht dann nochmal die Dauer und verfügbar für folgende Geräte. Übrigens gibt es von empfohlen.de nicht nur eine Website, sondern auch eine App. Und die haben das auch gut optimiert für Handys. So, die Aufträge unterteilen sich in verschiedenen Produkten. Hier hat man zum Beispiel Kreditkarte testen, Premium. Bei Premium ist das so, da kriegt man dann diese Premium-Punkte. Sieht man hier 50. Das sind die Punkte, wo ich schon 240 gesammelt habe. Und hier hat man nochmal speziell die Infos, die wir ja gerade gesehen haben, die Dauer, wie hier zu sehen. Und wenn man jetzt einen Auftrag beginnen möchte, muss man sich das natürlich erstmal raussuchen, was man gerne hätte. Nehmen wir einfach mal Website-Test Meinungsort. Wenn man dann auf Auftrag beginnen drückt, hat man hier nochmal die Hinweise, sehr ausführlich. Vorteile, Vergütung. Jeder Auftrag wird handgeprüft und wichtige Hinweise. Das heißt im Prinzip, wenn man jetzt hier auch weitergeht, dann kriegt man hier nochmal bestätigen. Und dann sieht man das hier: Mitgliedskonto testen, kostenfreie Registrierung, Umfragen testen, Screenshot machen, ist auch immer wichtig, ansonsten gibt es kein Geld. Das heißt, wenn man diesen Bereich denn erfolgreich auf seinen Laptop sieht oder auf sein Handy, wie auch immer, dann sollte man davon auf jeden Fall einen Screenshot machen und dann hier einfügen. Hier ist nochmal die Fragestellung, wie mache ich einen Screenshot? Das wird einem nochmal richtig erklärt, sei es jetzt über die Tastatur oder über dem Smartphone.
Und hier kann man dann den Screenshot hochladen. Also ist sehr benutzerfreundlich. Ich hatte bis jetzt gar keine Probleme damit. Sehr gut erklärt. Gut, jetzt werden wir erstmal wieder zurückgehen. Hier sind nochmal die Aufträge extra. Und die bereits erledigten Aufträge, wie hier zu sehen. So. Einstellungen, Name, Anschrift und so weiter. Und die Auszahlungen. Hier kann man dann nochmal die Umsätze sehen. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Mitglieder zu werben. Jedes Mal, wenn ein von Ihnen geworbenes Mitglied einen Auftrag auf Empfohlen.de erfolgreich abschließt, erhalten Sie 10% von dessen Verdienst. Und das 365 Tage lang. Nicht schlecht, oder? Hier ist nochmal ein Beispiel. Verdient ein Mitglied innerhalb 365 Tagen 150 Euro, kriegt man 15 Euro Vermittlungsprovision. Hier ist nochmal die Möglichkeit, wie man die Mitglieder werben kann. Und hier geht es zum Mitgliederbereich. Also die Website empfohlen.de tendiert momentan zu 5 von 5 Sternen. Wenn sich nichts Gravierendes ändern sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wir werden erstmal abwarten, wie denn das mit der Überweisung klappt, ob es wirklich klappt, das ist ja mal sehr wichtig. Und bis dahin werde ich weitere Aufträge machen und wenn es dann soweit ist, werde ich ein weiteres Video machen mit dem endgültigen Fazit. Also bis dahin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und vor allem abonniert den Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal, ne? Macht's gut. Bis demnächst.